Heutzutage können wir mithilfe von ganz viel Technik, zum Beispiel der Kernspintomographie und der Fusionsbiopsie, sehr genau unterscheiden, wo in der Vorsteherdrüse ein Krebs vorliegt und wo nicht. Und die Frage, die mir schon immer gestellt wurde, nämlich, hier ist doch nur eine Ecke der Prostata betroffen, warum können wir denn nicht nur diese eine Ecke behandeln, die kann man heutzutage mit Ja beantworten. Dafür gibt es die sogenannte fokale Therapie der Prostata. Damit ist gemeint, dass man mit Hilfe eines Punktstrahls aus Hitze vom Darm her die Prostata behandelt und zwar nur in der Region, wo wir den Krebs festgestellt haben. Und die übrige Prostata wird geschont. Natürlich sind die Nebenwirkungen einer solchen Teilbehandlung viel geringer als die einer Ganzdrüsenbehandlung. Diese sogenannte fokale Therapie führen wir hier in Magdeburg im Rahmen von Studien durch. Wir haben mehrere Studien und wir ermitteln zunächst sehr genau, ob die fokale Therapie für den Betroffenen überhaupt geeignet ist. Ist er zu aggressiv, dann ist die fokale Therapie kein gutes Verfahren für ihn. Ist der Prostatakrebs so klein und so harmlos, dann ist jede Therapie eine Überbehandlung, auch die fokale Therapie. Deshalb ist die fokale Therapie keineswegs das Allheilmittel für jeden Prostatakrebs, sondern diese Therapie kommt nur in Frage nach sorgfältiger Selektion für einige Patienten. Wir können versprechen, dass die Nebenwirkungen sehr gering sein werden. Was wir nicht versprechen können, ist, ob die fokale Therapie tatsächlich auf Dauer genauso wirksam ist wie eine Standardtherapie. Wir brauchen Verlaufskontrollen. So müssen wir wieder Kernspintomographien und wieder Probenentnahmen machen, auch nach der Therapie, um zu beweisen, ob die Therapie tatsächlich gewirkt hat. Die fokale Therapie steht in den Leitlinien. Sie ist kein experimentelles Verfahren in bestimmten Risikosituationen. Und wir sind sehr stolz, dass wir drei verschiedene Techniken hier anbieten und damit eins der stärksten Zentren in Deutschland für die fokale Therapie sind.